wir sind in Buchholz und Ostern ist gut geendet für Nabil Toumi, Trainer von Buchholz 08. Zwei Spiele gehabt, damit kannst du zufrieden sein, glaube ich, oder? Mit den 4 Punkten? Ja. Mit ein bisschen Glück sind 6. Aber wollen wir es mal nicht übertreiben, wir sind zufrieden mit 4. 4 Punkte helfen ja weiter. Wie siehst du da die Tabelle unten? Das ist ja ziemlich aufgewühlt, ne? Unklar, ne? Es ist sehr eng. Ich weiß jetzt nicht, das war das 28. glaube ich jetzt für Rugenbergen. Wir haben jetzt das 33. sind 3-4 Teams da hinten, die noch 4-5 Nachholspiele haben. Deswegen ist es echt schwer zu sagen. Also wir müssen gucken, dass wir unsere Spiele spielen und so wie heute gewinnen. Und dann gucken wir am Ende zu. Wir haben ja am letzten Spieltag nichts. Ja, genau. Okay. Und erste Halbzeit heute war ein Hin und Her. Irgendwie ein Abtausch von den Chancen, glaube ich, gleich verteilt. Wie hast du das gesehen? Und dann eine schwere Verletzung. Ich glaube, dem Spieler müssen wir erstmal alle gute Genesung wünschen. Das war natürlich doof. Das auf jeden Fall. Dennis Odin, ehemaliger Buchholzer. Also da bin ich komplett bei dir. Hoffentlich ist da nichts Größeres kaputt. Und ansonsten, ich glaube, das war relativ ausgeglichen, ja. Aber die beiden ganz klaren Torsituationen hatten wir mit dem Pfostentreffer und mit einer 1-gegen-1-Situation von Cedric Fuß, zwei Riesen. Und einen Freistoß gegen uns, den Tim Superheld. Ja, und dann zweite Halbzeit. Seid ihr besser reingekommen, ne? Da habt ihr wirklich hier Alarm gemacht, da wolltet ihr das entscheiden und habt es dann ja auch gemacht. Beim ersten Tor war ich nicht richtig drauf, aber 2-0 geführt und da war auch verdient dann irgendwo. Ja, ne? Ich fand es insgesamt dann, wie die Jungs rausgekommen sind, total verdient. Das Einzige, wo ich weiß es nicht, das wird die Saison auch nichts mehr, habe ich den Jungs gerade im Kreis gesagt. Nach dem zweiten müssen wir das dritte oder das vierte machen. Es ist eigentlich, das Spiel ist durch. So, Rugenbergen ist halt auch komplett raus, da passiert ja nichts. Ein langer Ball steht 1-2 und plötzlich wird es wieder eine Zitterpartie. Das würden wir uns gerne mal ersparen. Auch am Ende noch große Chancen. Aber es hat gereicht, glaube ich, 4 oder 5 Minuten Nachspielzeit, aber am Ende abgepfiffen 2-1. Wir machen es für die Zuschauer immer spannend. Genau. Das ist auch schön, da bleibt der Puls hoch. Und ihr habt auch noch schöne Spiele hier, ne? War ja heute auch ein gutes Publikum da und ihr habt jetzt auch noch schöne Spiele. Wie geht's weiter? Wir haben HSV3 zu Hause noch, Tornisch zu Hause und dann sind wir am letzten, für uns letzten Spieltag, den vorletzten insgesamt, auswärts in Dassendorf. Ja, okay. Also müsst ihr jetzt zu Hause die Punkte holen und dann wird es reichen. Also dafür viel Glück. Danke. Ja, grüß die Mannschaft. Mache ich. Ja. Um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir. Und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an. Und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns. Wir sehen uns.